Dieser Film zeigt eine mögliche Rekonstruktion des Fundplatzes Riedling. Entstanden ist sie 2020 als Teil des Projektes Chronologie, Vernetzungen, Sozialstrukturen, das dankenswerterweise durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wurde. Irgendwann in der späteren Jungsteinzeit, etwa um 4300 vor Christus, bauten Menschen in Riedling ein großes Erdwerk mit Wall und Graben. Während dieser Zeit finden sich viele solcher Monumente oder Erdwerke in Mitteleuropa, so auch in der vorwiegend in Bayern verbreiteten Münchshöfener Kultur, die von ArchäologInnen anhand ihrer Keramik definiert wird. Warum wurden diese Monumente errichtet? Die imposante Anlage in Riedling umschloss etwa 16.500 Quadratmeter und wurde von einem 1 bis 1,5 Meter tiefen Graben umschlossen. Aber zur Verteidigung war sie nicht gedacht, denn sie lag nicht auf der Hügelkuppe, sondern an einem sanft abfallenden Südhang. Der Graben hatte viele Unterbrechungen oder Tore, Schwachpunkte, wenn es um Verteidigung geht. Im Umkreis der Anlage gab es Wald mit stattlichen Laubbäumen und bewirtschaftete Felder. Weit konnte man vom Erdwerk aus nicht in die Landschaft sehen. Erst von der Hügelkuppe aus konnte man Richtung Norden in die fruchtbare Ebene des Gäubodens blicken. Der Graben wurde nicht sehr sauber gehalten. Im Gegenteil, ArchäologInnen fanden darin eine Menge kaputter Gegenstände. Verschiedene Werkzeuge aus Stein und Knochen, Speisereste und vor allem viel zerbrochene Keramik. Die Keramik der Münchshöfener Kultur war schön und vielfältig. Es gibt zahlreiche verschiedene Formen, zum Beispiel Schüsseln und Schalen, Löffel, Tassen, Becher und vieles mehr. Viele dieser Formen sind inspiriert aus dem östlichen Mitteleuropa. Man hatte also weitreichende Kontakte. Die schönsten Stücke sind fein gearbeitet und aufwendig verziert. Ihre Herstellung erforderte viel Wissen und Zeit. Manchmal wurde diese Keramik nicht einfach weggeworfen, sondern mit anderen Gegenständen in dichten Konzentrationen deponiert. Und manchmal lagen in oder unter diesen Konzentrationen auch menschliche Skelette und Skelettreste. Was ging hier vor? Wahrscheinlich handelt es sich hier um Bestattungsfeiern oder andere Rituale. Nehmen wir zum Beispiel Stelle 26. Hier lag ein erwachsener Mensch am Boden des Grabens, zusammen mit Tierknochen, Steingeräten und vor allem viel Keramik, mehr als 1700 Scherben. Warum das kostbare Geschirr zerschlagen? Vielleicht wollte man zeigen, wie reich die Gemeinschaft war, die das Fest ausgestattet hatte. Vielleicht durfte Keramik, die bei einem Ritual gebraucht worden war, nachher nicht mehr im Alltag verwendet werden. Auffallend ist, dass solche Deponierungen in Riedling häufiger sind als an anderen Fundorten dieser Zeit in Bayern. Hier wurde viel gefeiert, das Erdwerk war sowohl ein Versammlungsort. Naturwissenschaftliche Analysen haben gezeigt, dass manche der hier bestatteten Personen auch von anderswo angereist waren, etwa aus dem Bayerischen Wald. Aber wer waren die Menschen, die hier lebten und feierten? In Riedling wurden die Überreste von etwa 40 Menschen ausgegraben, Männern, Frauen und Kindern. Die meisten Menschen, die hier über die Jahrhunderte gelebt haben, wurden nicht hier bestattet. Das ist für die Münchshöfener Kultur üblich. Bestattungen waren selten. Nur manche Personen wurden dafür ausgewählt. Aber wer wurde begraben? In Grube 703 zum Beispiel wurde eine junge Frau von etwa 17 bis 30 Jahren gefunden. In ihrer Nähe standen einige größere Gefäßreste, zum Beispiel ein kleiner Becher und eine Schale mit hohem Fuß. Als sie starb, war die Frau schwer krank. Vermutlich begannen ihre Probleme mit einer Entzündung im Kieferknochen, die sich ausbreitete und schließlich die Lunge und das Gehirn erfasste. Ohne moderne medizinische Versorgung endete die Krankheit tödlich. Wahrscheinlich war die Frau schwanger, als die Krankheit begann. Neben ihr wurden die Überreste eines Kindes gefunden, das im 8. oder 9. Monat zur Welt kam. Ohne DNA können wir nicht nachweisen, ob es sich hier um Mutter und Kind handelt, aber es ist möglich, dass die einsetzende Geburt schlicht zu viel für die sehr kranke Frau war. In diesem Fall wurden die beiden Menschen also vielleicht wegen ihrer besonderen Todesumstände für eine Bestattung ausgewählt. Aber abgesehen von Festen und Bestattungen, wie haben die Menschen in Riedling gelebt? In der Jungsteinzeit waren die Menschen Bauern und Bäuerinnen, die sich vor allem von Getreide ernährten. Sie hielten Haustiere, zum Beispiel Rinder und Schweine. Ab und zu wurde gejagt und gefischt. Zur Zeit der Münchshöfener Kultur wissen wir aber nur wenig über die Wohnhäuser. Verbrannter Lehm von Hauswänden zeigt uns, dass in Riedling Gebäude standen. Holz hat sich nicht erhalten. Das hier gezeigte Haus ist daher stark inspiriert von den besser erhaltenen Gebäuden aus den Seeufersiedlungen, zum Beispiel vom Bodensee. Diese sind in etwa gleich alt. In einem gewöhnlichen Haushalt finden sich Vorratsgefäße, die eher gröber und größer sind, Kochgefäße und die Gefäße zum Essen und Trinken, die kleiner und feiner ausgearbeitet sind. Um die Häuser herum lagen Abfallgruben. Hier konnten Schweine und Hunde nach Futter wühlen.
und ArchäologInnen sich später über die vielen Funde freuen. Nach etwa 100 Jahren Nutzung wurden im Erdwerk von Riedling keine Deponierungen mehr niedergelegt. Zwar wurde ein zweites Erdwerk errichtet, aber es hat wenig Funde. Generell gibt es weniger Gruben und weniger Abfall. Die Gemeinschaft schrumpfte also. Was war passiert? Die Antwort darauf fällt schwer. Es gibt keine Zeichen auf eine große Krise, wie zum Beispiel einen Angriff. Vielleicht verlor Riedling als Treffpunkt seine Bedeutung. In Gemeinschaften, in denen Überschuss in gemeinsame Feste und Rituale investiert wird, sind Machtverhältnisse oft nicht besonders stabil. Spätestens um etwa 3900 vor Christus lebte niemand mehr hier. Erst etwa 700 Jahre später gab es eine neue Siedlung. Die Archäologen nennen diese Phase die Karma-Kultur. Rinderzucht war jetzt wichtiger als zuvor. Vielleicht sind die Gemeinschaften deswegen mobiler und kleiner. In Riedling standen nur ein paar Hütten. Die Keramik zeigt erneut Kontakte in andere Regionen. Wieder gibt es viele Trinkgefäße, zum Beispiel schöne Tassen. Ob darin nur Milch oder auch Bier war, ist leider nicht überliefert. Um 2700 vor Christus war auch diese Besiedlungsphase vorbei. In Bayern, wie auch sonst in Mitteleuropa, brach eine ganz neue Zeit an, auch mit neuen Menschengruppen,